haben schon wieder gewonnen. Ich fasse es nicht. Juhu! Ist das heiß hier drin? Und sehen kann man auch kaum was durch das Ding. Geschweige denn richtig laufen. Du siehst gut aus, Jessica. Und du hörst dich gut an, Gina. Was machen deine Mandeln? Die sind endlich raus. Danke, dass du in der Zwischenzeit für mich eingesprungen bist. Du warst toll. Ich habe mir Mühe gegeben. Aber da du jetzt ja wieder ganz gesund bist, wirst du unsere Mannschaft zu ganz vielen Siegen schreien. Wikinger vor! Oh, ich freue mich schon so auf das nächste Spiel. Ich habe mir extra ein paar neue Schritte überlegt. Wow. Was macht ihr denn da? Gina wird ab jetzt wieder das Maskottchen sein. Das glaube ich nicht. Seit du unser Maskottchen bist, hat die Mannschaft kein Spiel mehr verloren. Du bist unser Glücksbringer. Du bleibst unser Maskottchen und keine Widerrede. Das ist unfair Gina gegenüber, dass ich jetzt das Maskottchen bin. Sie sollte sich schnell dran gewöhnen. Heute Abend ist schon das nächste Spiel. Erinnere mich nicht daran. Hoffentlich ist dieses Turnier bald vorbei. Bei dem Nebel sollten Sie die Spiele eh absagen. Da kann man doch gar nicht richtig den Ball sehen. Es fühlt sich wie ein ganz normaler feuchter Nebel an, aber irgendwie auch seltsam. Alle Einwohner von Venture Falls schweben heute auf Wolke 7. Nebel ist nämlich nichts anderes als eine Wolke, die bis auf den Erdboden reicht. Und auf dieser befinden sie sich gerade. Er hat vergessen zu erwähnen, dass sie aus Millionen von Mini-Wassertröpfchen bestehen, die in der Luft schweben. Ach, ja? Razzle! Millionen von Wassertröpfchen? Die möchte ich dann aber nicht alle zählen müssen. Könnte es sein, dass du hier bist, weil dieser Nebel was mit Gorm zu tun hat? Herrschaften, es ist Zeit für die Speisekammer. Auf Gorm hat sich auch ein dichter Nebel gebildet, allerdings ein viel gefährlicherer. Er breitet sich über die ganze Insel aus und alle Gormiti, die da hineingerieten, sind nicht wieder herausgekommen. Wir müssen die Gormiti beschützen. Aber wer steckt dahinter? Ich weiß es leider nicht, aber wenn wir dieses Phänomen nicht stoppen, kann es sein, dass Gorm und die ganze Welt für immer in Nebel gehüllt sein werden. Ach herrje, stellt euch das mal vor. Dann würden wir ja nur noch so durch die Gegend laufen, um uns gegenseitig zu finden. Elemente! Luft! Wasser! Wald! Erde! Sag uns, wer der Keeper ist und überlass ihm deinen Platz! Und der Keeper ist... Wasser! Du bist es, Toby. Dann lass die Spiele beginnen. Also Leute, laut Reisewälzer befindet ihr euch in einem nebelfreien Gebiet des Waldvolkes. Nebelfrei ist richtig, aber wohl nicht mehr lange. Hey, da ist Baumkanone. Aber was treibt der da? Widerwärtige Wolke, das Spiel ist endgültig aus. Gib dich zu erkennen! Scheint jemanden darin zu erkennen. Wir müssen ihm helfen. Hinfahrt! Verlasse diesen Wald! Wir müssen auch in diesen Nebel, um herauszufinden, was mit ihm passiert ist. Ihr dürft doch nicht hineingehen. Ihr werdet da drin genauso verloren. Es sei denn... Hm...
Damit sind wir sicher. Wenn wir uns verirren sollten, finden wir an dem Seil wieder zurück. Halte durch, Baumkanone. Wir holen dich da raus. So schlimm wird's schon nicht werden. Oder, Jungs? Hey, der Empfang ist ziemlich schwach in dem Nebel. Irgendein Hinweis auf Baumkanone? Ich sehe hier nur Nebel, Nebel, Nebel. Das ist echt unglaublich. Man sieht nicht mal, wo man hintritt. Oder wo wir hergekommen sind. Das muss Baumkanone sein. Er ist unverletzt, aber seine Energiereserven sind aufgebraucht. Wir müssen ihn hier rausbringen. Wer kann das getan haben? Vermutlich der da. Wer? Na, der. Wie jetzt? Wo denn? Der Nebel ist so dicht, ich sehe überhaupt nichts. Oh, da. Oh, nein. Wer immer du bist, stehen bleiben oder es wird ungemütlich. Okay, Toby. Wir sollten uns schleunigst transformieren. Bereit zum Transformieren. Jetzt kann's losgehen. Elemente, gebt uns Macht. Damit der Komiti in uns erwacht. Kraft des Waldes. Herrschaft des Windes. Stärke des Steins. Sag nicht, wir hätten dich nicht gewarnt. Wederattacke! Wie kann das sein? Ich habe ihn doch auf keinen Fall verfehlt. Wie du meinst. Irgendwie beunruhigt mich das. Oh nein, wo sind wir? Fühlt sich an, als würde man im Nebel ertrinken. Und kein Rettungsschwimmer in der Nähe. Lass sie gehen! Na gut, wird wohl härter, als wir gedacht haben. Um einiges härter. Mit dem ist nicht zu spaßen. Jessica, Lucas, eure Energiereserven sind super niedrig. Ihr müsst da jetzt sofort raus. Los, Leute, es wird Zeit, sich vom Acker zu machen. Wohin und wie? Da entlang. Nein, wartet. Hier ist das Seil. Hier entlang. Wo ist Nick? Wie meinst du das? Er ist direkt... Nick? Check das Seil! Oh nein! Einer dieser Pfeile muss das Seil durchtrennt haben. Wir müssen zurück und ihn holen. Keine gute Idee. Ihr habt keine Energie mehr. So könntet ihr nichts ausrichten. Er hat recht. Und wie wollt ihr ihn da drin überhaupt finden? Ich werde versuchen, ihn zu lokalisieren, aber durch den Nebel hier spielen sämtliche Instrumente verrückt. Wir können ihn doch nicht zurücklassen. Das ist nicht gut. Lass mich in Ruhe! Wer bist du? Ich bin Lavor, der Mächtige. Aber du kannst mich auch deinen Meister der Zerstörung nennen. Es ist sicher einfach für einen Superhirn wie dich, aber ich muss dich trotzdem fragen. Wie machst du das? Mein Plan würde sogar Magbion beeindrucken. Darf ich dir ein antikes Artefakt vorstellen, nachdem ich monatelang gesucht habe? Das Schleierportal. Der Eingang zum Reich der Dunkelheit. Hier kommt der ganze Nebel her. Dieses Ding da lässt dich also den Nebel kontrollieren? Du sagst es. Und in diesem Nebel bin ich allmächtig. Jeder Gormiti, der sich mir in den Weg stellt, ist verloren. Ich hab den Wink verstanden. Aber so schnell gebe ich nicht auf. Erdbohrer! Du Narr! Glaubst du wirklich, du könntest Lavor den Mächtigen mit so einem jämmerlichen Angriff besiegen? Ha! Ja! Also,
Bereite dich! Versuch ruhig zu fliehen, aber bist du einmal im Nebel, gibt es für dich kein Entkommen. Dieser Nebel macht es einfach unmöglich, Nick zu lokalisieren. Ich überbringe ja ungern schlechte Nachrichten, aber es sieht so aus, als würde sich der Nebel ausbreiten. Sollen wir dir nicht vielleicht helfen, Tobi? Du musst dir auch mal eine Pause gönnen. Ich mache weiter, bis ich Nick gefunden habe. Könnte allerdings eine Weile dauern. Am besten geht ihr wieder in die Schule und lasst euch nichts anmerken. Gute Idee. Ich darf auch gleich wieder in dieses doofe, unbequeme Maskottchenkostüm schlüpfen. Sag sofort Bescheid, wenn du ihn gefunden hast. Mach dir keine Vorwürfe, Jessica. Du kannst ja nichts dafür. Und die Hauptsache ist doch, dass unser Team gewinnt. Was ist denn, Jessica? Mach dich fertig. Wir müssen heute Abend gewinnen, um ins Finale zu kommen. Wikinger vor! Schießt ein Tor! Danke, dass du mich mitgenommen hast. Ich liebe Fußball. Und? Wer gewinnt? Psst! Guck einfach zu und sei still, sonst haben wir hier einiges zu erklären. Entschuldige. Lukas! Hey, Gina, tut mir echt leid, die Sache mit dem Maskottchen. Das hat dir viel bedeutet, oder? Oh, Lukas, du bist so verständnisvoll. Ich weiß gar nicht, wie ich darüber hinwegkommen soll. Und? Schon was gehört? Was willst du denn hier? Meinst du nicht, dass du mir schon genug angetan hast? Hab ich irgendwas nicht mitbekommen? Alles, was ich immer sein wollte, war das Schulmaskottchen. Und du hast mir meinen Traum hinterrücks zerstört. Aber ich hab gedacht, es wäre okay für dich. Und ich hab gedacht, du wärst meine Freundin. Aber in Wirklichkeit bist du eine Verräterin. Interessant. Nick, ich bin's. Kannst du mich hören? Melde dich. Geht's dir gut? Leider keine Tonverbindung, aber besser als nichts. Wikinger vor! Schieß ein Tor! Los, Jens! Wir haben gewonnen! Der Glücksbringer hat wieder funktioniert. Jessica, ich muss mit dir reden. Ach ja? Willst du mich wieder anschreien? Du bist ja nur eifersüchtig, weil die Mannschaft mich als Glücksbringer will. Nein, das ist es nicht. Wenn ich jetzt der Glücksbringer bin, dann warst du wohl vorher bei den Spielen der Pechbringer. Es kann aber auch sein, dass wir gewinnen, weil die anderen Teams von deiner miesen Maskottchenvorstellung aus dem Tritt gebracht werden. Oh, nein. War ich hier nicht gerade schon? Die Funkpeilung funktioniert überhaupt nicht. Du musst derjenige sein, der hierfür verantwortlich ist. Suplicio wird dir jetzt eine Lektion erteilen. Nein, das verstehst du falsch. Ich bin wie du. Du bist überhaupt nicht wie ich. Ich stelle meinen Feinden keine Fallen. Ich will die Angst in ihren Augen sehen. Ich möchte nicht mit dir kämpfen. Ja! Na, das macht es ja noch einfacher für mich. Was soll das? Was machst du mit mir? Ich habe das hier zu verantworten und schon bald wird man auf ganz Gorm meinen Namen kennen. Lavor der Mächtige. Lavor der? Ist das nicht ein Frauenname? Nein. Lavor der Mächtige. Merk ihn dir gut. Und ich bin Suplicio der Folterer. Ach. In dem Nebel werde ich Lavor nicht besiegen können. Das nennt man dann wohl Heimvorteil. Nick, hier ist Tobi. Kannst du mich hören? Tobi! Gut, du kannst mich hören. Bist du in Ordnung? Ich bin nicht verletzt, aber ich weiß nicht, wie lange ich es hier noch aushalte. Ich habe dich endlich lokalisiert, aber ich schaffe es einfach nicht, dich durch den Nebel zurückzuholen. Wir haben keine Zeit mehr. Lavor steckt hinter dem Ganzen. Er benutzt das Schleierportal, um den Nebel zu kontrollieren. Nick! Ich hab ihn wieder verloren. Aber ich finde ihn wieder. Könnt ihr euch vorstellen, dass so ein doofes Maskottchenkostüm eine Freundschaft zerstören kann? Dabei wollte ich den Job doch gar nicht. Ich glaube, dass Gina sich nur mit dir gestritten hat, um von Lukas getröstet zu werden. Ja, du hast recht. Jetzt ergibt das alles einen Sinn. Was redest du denn da? Was ergibt einen Sinn?
Jetzt tut's mir leid, dass ich sie angeschrien habe. Ich kapier's immer noch nicht. Ich habe Nick wieder orten können. Dann mal los. Leute, ich glaube, der Nebel wirkt wie eine Waffe. Wenn er herumwirbelt, entzieht er euch eure Energie. Das könnte der Grund sein, warum Lavo uns im Nebel überlegen ist. Dann müssen wir diesem Nebelwirbel etwas entgegensetzen oder wir haben keine Chance. Und ich habe auch schon eine Idee. Wir haben nur einen einzigen Versuch. Wenn das nichts wird, kommen wir hier nicht wieder raus. Na toll, wie beruhigend. Lavo! Lavo! Komm und spiel mit uns! Hey Lavo, was ist das denn für ein öder Plan, bei dem du deinen Gegnern nicht mal gegenüberstehst? Das ist dann ja wohl eher so etwas wie ein riesiges Versteckspiel. Lavo! Lavo! Das ist wirklich der schlechteste Plan, den ich mir vorstellen kann. Oh, Schluss jetzt! Mein Plan ist großartig. Du wirst es noch bereuen, Lavor, den Mächtigen beleidigt zu haben. Wenn ich dir deine Energie entzogen habe und du dich vor mir verneigst, wirst du zugeben müssen, dass mein Plan genial ist. Ha! Na, wo ist deine große Klappe geblieben? Hä? Das ist ungewöhnlich. Man nennt es Lockvogel. Wir wollten dich nur ein wenig ablenken, bis wir unseren Freund gefunden haben. Und darum haben dich deine Eltern auch nicht Lavor den Schlauen genannt. Freunde, ihr müsst dieses Schleierportal zerstören. Das ist der einzige Weg, da wieder rauszukommen. Das ist ein toller Plan. Leider müssen wir dafür erstmal Lavor finden. Überlass das nur mir. Ich will ganz ehrlich sein, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Aber dafür wirst du das hier umso mehr spüren. Das Schleierportal! Tut mir leid, wer es findet, darf es behalten. Toby, wie zerstöre ich das Ding? Ich weiß es nicht. Ich finde darüber nichts. Ich habe eine Idee. Das hast du nicht getan. Sag mir, dass du das nicht getan hast. Cool, es funktioniert. Die Nebelschleier werden wieder zurückgesogen. So war das bestimmt nicht gedacht. Oh. Haltet euch irgendwo fest! Das Portal zieht alles zurück ins Reich der Dunkelheit! Ach, was du nicht sagst! Du bist ja ein Blitzmerker! Ach, ihr habt meinen tollen Plan zerstört! Hey, wir machen nur unseren Job! Nicht persönlich nehmen! Und ob ich das persönlich nehme? Und weißt du auch, wie Lavor der Mächtige sich rächen wird? Er wird jeden, der... Problem gelöst. Wir haben's geschafft. Es ist vorbei. Hat da jemand dran gezweifelt? Sieht so aus, als wäre Lavor im Reich der Dunkelheit gefangen. Dann wird er jetzt wohl einen neuen Plan schmieden müssen. Der Nebel hat sich auf der ganzen Erde verzogen. Es ist alles klar. Ah, es scheint mir, als ob alles wirklich wieder in Ordnung ist. Wow, geht's dir gut? Aha, alles, bis auf unser schönes Kostüm. Hey Gina, wie geht's? Was ist das denn? Das ist das Maskottchenkostüm. Okay. Es gehört dir. Es soll nie wieder zwischen uns stehen. Ich möchte mich für alles, was ich zu dir gesagt habe, entschuldigen. Ich möchte mich auch bei dir entschuldigen. Die Sache mit Lukas war echt doof von mir. Total bescheuert. Alles wieder gut? Aber natürlich. Vic gegen Moor schießt ein Tor! Das hast du ja wieder einmal großartig gemacht. Deine positive Energie überträgt sich auf das ganze Team. Du bist das beste Maskottchen aller Zeiten. Danke, Trainer. Gina, vor! Noch ein Tor! Ich verstehe das nicht. Sie wollte getröstet werden? Versuch's gar nicht erst. Jungs werden Mädchen nie verstehen. Ja, da wärst du echt der Erste.
Ha 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 ha!